Ein sonniges Willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier bei mir auf dem Channel. Und ja, nur eine kurze Einführung, deswegen quatsche ich auch heute mal drüber. Ja, es geht um Doc Mendonza und Pizza Boy. Es ist wieder ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe im Moment auf dem Point-and-Click-Adventure-Hype und das Ding hier schlummert schon eine Weile in meiner Bibliothek. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich muss jetzt mal genauer kontrollieren, welche ich jetzt schon gemacht habe mit euch und welche noch nicht. Welche ich nur auf Englisch habe und welche halt auch Deutsch, zumindest untertitelt sind und sowas. Die hier ist sogar eine deutsche Sprachausgabe. Weil ich habe echt einige noch in Rücklage und die will ich alle noch spielen. Da sind viele dabei, fast alle, die ich gar nicht kenne. Und ich freue mich tierisch noch darauf, noch einige zu machen. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, bei Doc Mendonza und Pizza Boy. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube nicht, dass ich Doc Mendonza richtig ausspreche. Aber hey, wir werden sehen. Vielleicht sehen wir es ja im Spiel. Wir starten einfach mal und lassen uns überraschen, wie es so ist. Erinnerst du dich an die Monstergeschichten, die dir als Kind erzählt wurden? Mir wurden die Monstergeschichten erzählt. Alle diese Geschichten waren wahr. Und sie leben alle genau hier, in dieser gottverlassenen Stadt. Lissabon, Portugal. Ein Ort, an dem Albträume herumkriechen, direkt außerhalb deines Gesichtsfeldes. Wo die Luft erfüllt ist vom Echo von Schritten, die niemandem gehören. Und wo jeder Schatten erzittert unter dem Blick unsichtbarer Augen, die... Doc? Mit wem redest du da? Was? Pizza Boy! Unterbrich meine Einleitung nicht! Meinst du nicht, dass wir wichtigere Probleme haben? Doch, sicher. Und wie sind wir in diese Probleme reingeraten? Das sieht ich habe aus. Wirklich keine Ahnung. Erzähl's mir, als wäre ich 5 Jahre alt. Okay. Es war ein ganz normaler Tag im Büro, als plötzlich jemand an die Tür klopfte. Im Büro? Langweilig. Fang mit einer Verfolgungsjagd an. Einer Okay. Na gut, fangen wir mit einer Verfolgungsjagd an. Doc, ich fasse es nicht, dass du mich enthauptet hast. Schon wieder. Mich trifft keine Schuld. Ich habe dich mit einem anderen Gargoyle verwechselt. Ihr seht alle gleich aus. Rassist. Jungs, könnten wir uns aufs Fahren konzentrieren? Mit Blick auf die Straße und so? Sag mir nicht, wie ich meinen Job machen muss, Pizza Boy. Okay. Wenn wir diese Gargoyles nicht aufhalten, beenden sie ihr Ritual. Und dann wird die ganze Welt von den Flammen irgendeines uralten Dämons verschlungen. Wobei natürlich nicht alle Dämonen böse sind. Oh, Entschuldigung. Ich hab abgeklickt. Das ist alles deine Schuld, Yuriko. Hättest du unsere Tarnung nicht auffliegen lassen, wäre das alles nicht passiert. Du hättest weiter Pizzas ausliefern sollen. Mein Job war einfacher, als du nicht überall rumgeschnüffelt hast. Sagt der Werwolf, der den Zirkel nach seiner Verwandlung problemlos hätte erledigen können. Als Maul, Pizza Boy. Das wäre ein Plan ohne jede Eleganz. Doc, ich habe es satt, ständig als Zielscheibe deiner Witze und als persönlicher Sündenbock herzuhalten. Zielscheibe meiner Witze? Diese Ehre gebührt unserem kleinen Gargoyle. Danke, Jungs. Da fühle ich mich doch gleich wie ein voll akzeptiertes Mitglied des Teams. Ich fühle mich noch unangenehmer als unser 6000-jähriger Dämon hier, der im Körper dieses kleinen Mädchens gefangen ist. Was? Okay. Okay, Pizza Boy. Ich glaube, wir haben sie. Beweise, dass du nicht völlig nutzlos bist und erledige sie. Zünde den Cocktail auf dem Rücksitz an und jag sie in die Luft. Wird gemacht, Doc. Er brennt. Ich muss diesen Laster aufhalten. Vielleicht habe ich etwas Nützliches. Und wie öffne ich die Jacke? Ich muss diesen Laster auf... Ja, und wie öffne ich die Jacke?
Leertaste? Tab? Mittlere Maustaste? Was? Hallo? Oh, hier. Ja, das müsste funktionieren. Dieser Gesichtsausdruck war schön. Ich bin Doc Mendonza, ihr Basiliskenärsche. Und ihr seid alle schuldig, denn ihr habt den Kodex gebrochen. Okay. Hast du den Papierkorb schon ausgeleert, Pizzaboy? So viel zum Glamour einer Praktikantenstelle bei einem Detektiv für okkulte Fälle. Ich glaube nicht, dass sich so ein leerer Papierkorb anhört. Mach, was ich dir sage, oder ich kürze dir dein Gehalt. Welches Gehalt? Genau. Da ist jemand an der Tür. Wenn es wieder um die Miete geht, sag einfach No hablo portugués, bis sie aufgeben und abziehen. Sieht aus wie eine junge Frau. Vielleicht ein Fall. Ein Mädchen? Schnell, Pasul, Gargoyle, alle auf ihre Plätze. Wisch die Krümel vom Sofa und steck die Pizzaschachteln in den Mülleimer. Wir bekommen Arbeit. Seht so cool wie möglich aus, aber natürlich nicht cooler als ich. Hallo, mein Name ist Nadja. Wer von Ihnen ist Doc Mendonça? Das bin ich, Schätzchen. Was führt ein zartes Pflänzchen wie Sie an einen so bescheidenen Ort wie diesen? Ich habe gelesen, Sie wären ein Detektiv für okkulte Fälle. Und ich glaube, ich brauche Ihre Dienste. Erzählen Sie dem kleinen Doc von Ihrem Problem. Ein Poltergeist? Zombies? Vampire? Gargoyles, die Ihren Müllcontainer durchwühlen? Ich habe Angst und weiß nicht genau, wovor. Glauben Sie, dass ein Fluch Menschen von den Toten zurückbringen kann? Vielleicht können Sie mir helfen, herauszufinden, was genau dahinter steckt und wie gefährlich die Sache ist. Solche Jobs sind unsere Spezialität. Wir sind dabei. Wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen, bevor wir den Fall übernehmen. Sind Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Was? Also wirklich, Pizzaboy, du und deine langweiligen Fragen. Mach mir das hier nicht kaputt. Uns. Es geht dir ja schließlich ums Geschäft. Das erste Gespräch mit einem neuen Klienten ist fast wie ein Verhör. Du musst nicht nur in Erfahrung bringen, was ihn zu dir geführt hat, sondern auch alles andere, was bei dem Fall hilfreich sein könnte. Manchmal verschweigen Leute Einzelheiten und wissen es gar nicht. Und manchmal fehlt ihnen einfach der Mut, die ganze Wahrheit zu sagen. Ich werde bei dieser neuen potenziellen Klientin mein Bestes geben. Aber ich bin sicher, Doc wird alles ruinieren. Nicht vergessen, es geht um die richtigen Fragen und die richtige Reaktion auf die Antworten. Nur dann tritt die Wahrheit zutage. Jetzt muss ich die Fragen wieder aufnehmen, um daraus möglichst viele Informationen zu erhalten. Okay. Das heißt... Das ist so ein bisschen variabel gehalten. Okay. Mal gucken. Ich denke, weswegen sie hier ist, das ergibt dann eigentlich auch die anderen beiden. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Konfrontieren, necken, noch eine Frage stellen. Konfrontieren, würde ich sagen. Wenn etwas zurückgekommen ist, warum sucht es Sie dann heim? Was haben Sie getan? Ich komme mit einem Problem zu Ihnen und Sie geben mir die Schuld? Was haben Sie denn für ein Problem? Lass sie in Ruhe, Pizzaboy. Siehst du nicht, dass sie schon nervös genug ist? Meine Güte. Okay, das war der falsche Ansatz.
Okay, probier es nochmal. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurück... Mitgefühl zeigen. Klar, wenn Sie glauben, dass es so ist, stehen wir Ihnen zu 100% zur Seite. Bevormunden Sie mich nicht. Ich bin kein kleines Kind. Das war der Falsch. Dann probieren wir es mit Necken. Vor wem oder was haben Sie... Etwas ist mir passiert. Glauben Sie, dass etwas... Ehrlich gesagt würde ich noch eine Frage stellen gerne, die das vielleicht vertieft. Was? Das hat's gar nicht, okay. Vor wem oder was... Etwas, glauben Sie, wir können uns durchklicken zum Glück. Dann necken. Bitte sagen Sie mir, dass es keine Zombies sind. Das ist heutzutage nur noch ein Klischee. Es sind eher Geister. Ein rachsüchtiger Geist. Würde das Ihr Interesse wecken? Ein Geist. So einer mit weißem Leintuch und Klapperketten? Nein, eher ein lebendiger Schrecken. Sie verbirgt sich hinter einer Maske und ihre schrille Stimme hallt schneidend durch die Nacht. In unserer Branche sind Wesen hinter Masken nicht übernatürlich, sondern meistens Hausmeister, Wasserrutschenbademeister oder Nonnen. Ihnen wird das Lachen schon vergehen, wenn die Leichen sich auftürmen und sie zurückkehren. Ich glaube, niemand von uns ist sicher, solange Sie in der Nähe sind. Vielleicht sind Sie die Falschen für diese Aufgabe. Ganz ruhig, junges Fräulein. Vor dem brauchen Sie keine Angst haben. Er ist nicht der Hellste, aber er wollte sicher nicht respektlos sein. Ich bin perfekt für diese Aufgabe. Ganz egal, worin sie besteht. Ich habe den Kodex verfasst. Eine Reihe von Regeln zur Trennung der Paranormalen und der Menschenwelt. Ich habe also Erfahrung, verstehen Sie? Also, wir haben es mit einem Geist zu tun. Einem weiblichen Geist. Aber wer sind diese Sie, von denen Sie sprach? Ich wünschte, Doc würde mich dieses Gespräch führen lassen. Okay. Leider auch anscheinend irgendwo in der Übersetzung Fehler entstanden. Sie hat noch in der Mehrzahl gesprochen von Sie. Nicht dem Geist, sondern irgendjemand anderem. Im Text stand unten ist, weil ich mich nicht verguckt habe. Okay, fragen, ob sie in Gefahr ist. Sind Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Ich meine, das Ding, das mich heimgesucht hat, hat mir keinen Schaden zugefügt. Noch nicht. Es hat ihr noch keinen Schaden zugefügt. Konfrontieren, Mitgefühl zeigen. Zeigen wir mal Mitgefühl. Ganz ruhig. Entspannen Sie sich und erzählen Sie uns, was Ihnen so viel Angst macht. Bevormunden Sie mich nicht. Ich bin kein kleines Kind. Das war der Falsche. Ist es dann immer das Gleiche, weil das auf den Charakter passen muss? Ich glaube nicht. Ich meine, das... Ich meine, könnte Sinn machen. Was ist denn? Haben wir Angst davor, vor den großen Jungs dazustehen wie ein verschrecktes Kätzchen? Und was ist Ihre Entschuldigung? Hacken Sie auf Mädchen rum, weil Sie Angst haben, sich vor Ihrem Boss wie ein Mann zu verhalten? Brauchst du einen Eismagier, der sich mal deine Verbrennungen ansieht, Pizzaboy? Du hast dich nämlich ordentlich verbrannt. Das war der Falsche. Okay, nein, es ist nicht jedes Mal das Sind Gleiche. Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich meine, das Ding... Sehr zielsicher gerade nicht. Bei beiden Fragen immer die falschen Sachen ausgewählt. Finde ich gut. Wenn Sie nicht in Gefahr sind, warum sind Sie dann hier? Wie schon gesagt, ich habe Angst. Sie wissen ja nicht, wer hinter all dem steckt. Außerdem glaube ich nicht, dass ich in Gefahr bin. Die Bedrohung reicht weit über mich hinaus. Wer ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen in Gefahr sind. Ich weiß aber nicht genau, wer. Können Sie wenigstens einen Namen nennen? Soweit ich weiß, könnte es jeder sein. Oh, Pizzaboy, du weißt wirklich nicht, wie man mit Frauen umgeht. Und deshalb wirst du auch eines Tages alleine sterben. Ich habe eine Freundin. Sie heißt Anna. Natürlich. Es ist also jemand anderes in Gefahr. Hätte Doc nicht dazwischen gefunkt, wüssten wir vielleicht sogar wer. Okay. Frage zur Aufgabe stellen, ja klar. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Also, wissen Sie denn, wie man einen Fluch bricht?
Ist das überhaupt Ihr Metier? Da, ja, konfrontieren und necken macht hier, glaube ich, wenig Sinn. Also würde ich hier Mitgefühl zeigen. Was immer es ist, wir finden bestimmt eine Lösung. Wir sind hier, um zu helfen. Aber dazu müssen Sie uns schon erzählen, was passiert ist. Ich glaube, ich bin in so etwas wie einen Zigeunerfluch verwickelt. Ha, ein Zigeunerfluch? Sowas gibt's doch gar nicht. Doc. Also natürlich, wir brechen alles. Flüche, Verträge, Schwüre. Wenn es brechbar ist, brechen wir es. Ich sehe schon, Sie glauben mir nicht. Aber es ist wahr. Ich weiß, was ich gehört habe. Ich habe den Zigeunerfluch mit eigenen Augen gesehen. Genau genommen sehe ich ihn schon mein ganzes Leben. Aber mir ist erst jetzt klar geworden, was tatsächlich vorgeht. Ich bin in Gefahr. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Nicht doch. Natürlich glauben wir Ihnen. Das gehört zu unserer Zufriedenheitsgarantie. Und das sagt Ihnen der Alpha-Doc persönlich. Sie glaubt also, es geht um einen Zigeunerfluch. Und sie hat es von jemand anderem gehört. Das ist doch schon mal was. Okay, Zusammenfassung. Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt erfahren haben. Da gibt es einen Geist und der ist möglicherweise hinter jemandem her. Und dieser Geist hat vielleicht etwas mit einem Zigeunerfluch zu tun. Es tut mir leid, aber das ist zu schwammig. Ich weiß nicht, ob wir daraus einen Fall machen können. Mir tut es auch leid, aber nicht ich sitze hier auf dem Bewerberstuhl. Ich muss wissen, ob Sie mein Vertrauen verdienen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Wahrheit aufzudecken. Nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten. Und danach? Wie du mir, so ich dir. Was soll das heißen? War das eine Drohung? Tja, ich habe genug gehört. Wir übernehmen Ihren Fall, Lady. Die Einzelheiten besprechen wir beim Dinner. Ganz privat. Doc, ich glaube, sie hat mich gerade bedroht. Blödsinn, Yuriko. Ich führe sie jetzt zum Dinner aus. Danach vielleicht ins Kino. Wegen der Stressbewältigung. Und wer weiß, vielleicht gibt's am Schluss noch ein Eis. Vergiss nicht, Junge. Füge niemals einer Zigeunerin Böses zu. Sonst wird alles, was du liebst, in dir verrotten. Haha, sie hat's dir gegeben. Verstehst du? Sie ist echt lustig. Warte nicht auf uns. Hey, es ist schrecklich ruhig und friedlich. Irgendwie angenehm. Aber irgendwas fehlt. Ich sollte ans Telefon gehen. Können wir es auch einfach sein lassen? Okay, ich gehe schon ran. Doc Mendonca, Detektivbüro für paranormale Fälle. Wie kann ich Ihnen helfen? Yuriko, ich brauche deine Hilfe. Sofort. Es ist ein Notfall. Doc, lange nicht gesehen. Wie geht's? Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten, Pizzaboy. Komm und hilf mir. Ich bin im Motel Romero. Beeil dich und bring Pasul mit. Hier wirkt ein verdammter Zigeunerfluch. Okay, alle herhören. Wir müssen zum Motel Romero. Doc steckt anscheinend in Schwierigkeiten. Okay. Auf dem Weg zum Motel Romero. Bitteschön. Diese Übergänge sind cool gemacht. So richtig Oldschool-Filme. Okay. Das Ding. Wartet hier. Ich gehe und helfe Doc. Das Ding sieht halt wirklich mega aus hier mit diesen Gesichtern in dem Baum und allem. Friedhof, na klar. Von innen verschlossen. Und nein, ich kann nicht über den Zaun klettern. Ein Riss in der Jacke und mein Inventar wäre futsch. Cool. Coole Begründung. Wir gehen da hoch. Sieht so aus. Wir hätten mit den beiden vielleicht reden können. Ich nehme an, du bist wegen des dicken Mannes hier. Ja. Hat er schon irgendwas kaputt gemacht? Nein, er verhält sich ganz ruhig. Überzeuge dich selbst. Er ist vor dem Fernseher. Das hätte ich kommen sehen müssen. Hier bist du also. Was ist passiert? Ich sitze in einem Käfig, Pizzaboy. Ich dachte, du wärst klug genug, um das zu bemerken.
Du könntest dich in einen Werwolf verwandeln und dich selbst befreien. Warum hast du das nicht getan? Ich bin damit beschäftigt, über die Fehlentscheidungen meines Lebens nachzudenken. Dich einzustellen zum Beispiel. Außerdem besteht der Käfig aus massivem Silber. Werwölfe sind leider total allergisch gegen Silber. Soll ich den Käfig hochheben? Oh, ich hab dich zwar eigentlich gerufen, weil Candle Cove läuft und ich den Fernseher nicht einschalten kann, aber wenn du schon mal da bist, warum nicht? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du mir hilfst, aber du könntest mich befreien, dann könnte ich nach oben gehen. Dort versteckt sich ein Verdächtiger aus meinem Fall. Er hat mich in diesen Käfig gesperrt und ich möchte ihm jetzt Auge in Auge begegnen. In Ordnung. Stellen wir ihm erstmal den Fernseher an. Ich sehe während einer Ermittlung nie fern. Doc schon. Okay, dann stellen wir ihm den halt nicht ein. Fragen wir mal den Pförtner vorne, ob er eine Möglichkeit hat, das aufzumachen. Oh mein Gott, hier wird kein Doppelklicken. Das ist schade. Wie lange muss ich noch warten, bis du den dicken Mann aus dem Käfig holst? Ich hatte überlegt, ihn dort zu lassen. Vielleicht fütterst du ihn und wir machen eine Attraktion aus ihm. Wie im Zoo. So wie der Typ sich Du benimmt. Hast keinen Sinn für Humor. In diesem Fall nicht. Das stimmt. Okay. Hätte man die Uhr anklicken können, hätte ich da ein Geheimfach dahinter erwartet, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt auch mal gucken. Also, ich muss jetzt mal ein bisschen rumspielen. Ich habe mir einen neuen Tisch gekauft. Der ist ein bisschen klangintensiver, wenn sich da was drauf bewegt oder so. Ich werde versuchen, das zu vermeiden. Aber ich habe jetzt einen höhenverstellbaren Tisch. Mega cool. Ist zwar mit Kurbel und das wird mir noch tierisch auf den Keks gehen. Aber das ist ein höhenverstellbarer Tisch. Das ist cool. Hallo, Hund. Hey, Hundchen. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Ruff, ruff. Du gestattest, dass ich dolmetsche, Pizzaboy. Ich spreche nämlich fließend hündisch. Er sagt, du sollst dir deinen nächsten Schritt gut überlegen, sonst ist es dein letzter. Er ist ein Nachfahre von Cerberus, ein echter, leibhaftiger Dämon. Und er wird dich aufschlitzen und deine Eingeweide fressen. Dieser gelangweilte Gesichtsausdruck, den er das die ganze Zeit hat. Meine Güte, du höllischer Unhold! Und mit demselben Maul leckst du sonst deine Eier? Ich kann nicht übersetzen, was der Hund gesagt hat. Es ist zu schrecklich. Glaub mir, Yuriko, ich tue dir damit einen Gefallen. Okay, dann sollte ich vielleicht einen anderen Weg suchen. Okay. Wir haben... Jetzt ist die Innenseite meiner Jacke voller Haare. Oh, und das wird höllisch jucken. Ich dachte, ich probier's halt mal. Ich hab nicht gedacht, dass wir die einpacken können. Ich kann die jetzt auch nicht angucken oder so. Ich muss die jetzt mit irgendwas verwenden. Er hasst die Katze mindestens so sehr wie mich. Ach, es ist deprimierend, wenn man in der Hackordnung so weit unten steht. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt den Gang in den Keller. Sonst sehe ich hier nichts. Seitdem wir wollen uns mal ganz kurz nochmal tatsächlich mit den Leuten unten unterhalten. Was eigentlich eine gute Idee wäre, um die mal kennenzulernen. Den 6000 Jahre alten Dämon im Körper eines jungen Mädchens und den Kopf eines Gargoyles. Hasul, Beeilung! Wir müssen Doc retten! Du hast recht. Ich schaff das auch allein. Okay. Ist Doc okay? Ja, er hängt nur irgendwo mit seinem dicken Arsch fest. Er wird's überleben. Spreng seinen Körper in die Luft. Bei mir funktioniert das immer. Aber sein Körper regeneriert sich nicht, Gargoyle.
Nach dem, wie der sich bisher benommen hat, muss ich sagen, vielleicht nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Also, ne? Ich meine, nicht, dass ich es vorschlagen würde, es zu tun, aber meine, so schlimm wäre es vielleicht auch nicht. Möglicherweise. Na, gucken wir erstmal, was wir im Keller finden. Ich muss zugeben, das mit der Jacke finde ich halt schon cool. Okay. Kostüme. Eine Auswahl verschiedener Anzüge, vielleicht für Kostümpartys. Können wir uns das Ich greifen? bin mit meiner Jacke sehr zufrieden. Sie sieht echt cool aus und bietet viel Platz in den Innentaschen. Okay. Nehmen wir mal den Spielzeuglaster mit. Endlich Hervorragend. kann ich mir meinen Kindheitstraum von einem eigenen Spielzeuglaster erfüllen. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem heißen Baby ein paar Runden im nächsten Sandkasten zu drehen. Ich werde König und alle anderen Kinder wollen mit mir spielen. Das ist meine Chance, endlich beliebt zu werden. Oder ich helfe damit einfach nur meinem faulen Boss. Junge, du bist erwachsen. Wieso? Können wir die So kombinieren? etwas hätte ich mal in der Grundschule zeichnen sollen. Seht her, das Katzenmobil. Patent angemeldet. Ofen? Wenn jetzt mal Ein angucken. riesiger Ofen. Ob der noch funktioniert? Das kann ich nicht aufheben. Sonst irgendwas? Der Hebel sah echt so aus, als könnte man ihn vielleicht benutzen. Gut, ich nehme mal an, dann können wir jetzt die Katze dann rausrollen lassen und der Hund rennt hinterher. Ich denke mal, das ist die Idee. Das wird wohl die hier zugrunde liegende Idee sein. Jawohl. Okay, das wäre erledigt. Jetzt sollte ich nach oben gehen und einen Weg zur Befreiung von Doc finden. Prima, tun wir das. Und genau genommen tun wir das zumindest das nächste Mal. Denn jetzt heißt es eine sonnige Verabschiedung von mir und Sunny. Ich hoffe, ihr findet das Projekt auch interessant. Ich finde es sehr interessant. Und es gefällt mir bisher ganz gut. Ich mag den Stil. Er ist ein bisschen merkwürdig, aber ich mag merkwürdige Stile. Spiele sollten ihren eigenen Stil bis zum gewissen Punkt haben. Alles andere wäre schade. Also dann, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao.